Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Und ja, zuletzt haben wir nicht viel gemacht. Wir haben hin und her getauscht. Ja, war wahrscheinlich ein kurzer Part, aber ich wollte die Parts ja nicht zu lang machen. Ich habe das Gefühl, Fliegen fliegen mir ins Maul. Ach egal. Lass die Fliegen fliegen. Okay, und mich wundert die Menge an Munition, die ich jetzt noch habe. Ich habe alles abgeknallt, was es da gab. Ich hatte bei letzten Spielen aber nicht so viel. Dieser Kammerschlüssel, der gefällt mir. Die Kammer haben wir übrigens noch nicht gesehen. Aber ich wollte das, was jetzt passiert, auf jeden Fall in dem nächsten Part haben. Deswegen habe ich den Part abgebrochen. Ja. Erinnert ihr euch noch an einen Bericht? Da ging es doch um Krebs, oder? Gut, wie ein Krebs hörte sich das nicht an. Und vielleicht war es ja auch was anderes. Oh, was haben wir denn da? Ein Eispickel! Wie war das mit dem scharfen Gegenstand? Ja, ihr habt richtig geraten. Den brauchen wir. Zum Glück werden wir jetzt einen Gegenstand auch noch los. Warte mal. Wo sind wir? Karte. Wir sind auch genau hier. Wo in der Nähe auch der... Ja, wo wir auf jeden Fall noch irgendwie von der anderen Seite herkommen können. Irgendwie schaffen wir das schon. Ich wünschte aber, die hätten 8 und nicht 6 Dinger zum halt aufnehmen und so. Schon allein deswegen. Das erste Hilfespray, das... Ach, mein Gott. Tür raus. Tür wieder rein. Ja, die Türsequenzen müsst ihr euch jetzt nochmal reinziehen. Ist das nicht eine schöne Tür, die 101? Ist die schön, ist die Tür nicht schön, die so schön verziert? So, ich wollte sie euch nochmal zeigen. Die ist so schön. Ach komm, die zeige ich euch nochmal. Ah, Spaß. Ich wollte das hier haben. Ach nee, wollte ich nicht. Noch nicht. Aber... Es hat auf jeden Fall den Sinn, Sachen, die ich schon mal aufgehoben habe und abgelegt habe, ha, die kann man wenigstens sehen, andere nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur so sehe, ah, da sind Kräuter, da komme ich später nochmal hin und heb sie nicht auf. Dann, und mich wundert, fragt mich, ich habe doch vorher noch Kräuter gesehen, aber wo? Aufheben und gleich wieder ablegen. Oder ich weiß nicht, ob es schon reicht, wenn man sie sich nur ansieht. So, auf jeden Fall nehme ich jetzt die Pistolenmunition, weil ich die brauche. Ein Schrank. Die Tür ist mit einem Spezialschloss gesichert. Ja. Dafür ist die Kammer da. Der Kammerschlüssel da. Oh. Im Schrank sind verschiedene Kleidungsstücke. Einige könnten Rebecca passen. Kostümwechsel. Ja, Cowgirl oder Leder. Oh, ich weiß es gerade nicht. Was soll ich nehmen? Leder finde ich sehr nice. Cowgirl ist auch was. Ich schau uns mal beide an. Ich kann ja irgendwann mal wieder einen Durchlauf machen mit dem anderen Outfit. Irgendwann. So eine Art. Hier, komm.
Cowgirl-Outfit. Sehr nice. Schöne Hotpants. Boah, das ist richtig. Rebecca, du siehst heiß aus. Kostüm wechseln. Nein, die Uniform nicht. Die Leder wollen wir uns mal ansehen. Ich glaube, Leder, das ist für mich... Ich finde, Leder ist ziemlich geil. Ja. Oder... Nee. Komm, ich nehme das Cowgirl-Outfit, weil ich entscheide mich jetzt fürs Cowgirl-Outfit. Ja. So. Denn ich stehe auf freie Beine. Ja, was liegt denn da? Yep, nehmen wir. Jagdgewehr. Und da liegt? Können wir nicht tragen. Habe ich aber schon mal angetippt. Das heißt, wir wissen, wo es liegt. Und hier ist auch noch mal Munition. Ich könnte sie jetzt mitnehmen. Wäre vielleicht sinnvoll, weil ich nur 2 Schuss habe davon. Ich denke mal, den Eispickel... Oder nee, warte mal. Doch, den Eispickel lege ich noch mal kurz ab. Ja, ich lege den noch mal ab. Warum? Weil ich ihn später wiederholen werde. Denn ich hole mir die Gewehrmunition und... Tja, ihr habt ja vorhin das Geräusch gehört. Es klang nicht nett, deswegen gucken wir mal nach, was das war. Oder? Weil... nett klang es wirklich nicht. Und ja, vielleicht zeigt es sich ja jetzt. Who knows? Hi. Hi. Mr. Krabs. Aber... ich finde, es ist eher ein Skorpion. Tja. Oh, du kleines... Ich muss übrigens auch mal... Oh, heilige Scheiße. Ja, heilige Scheiße. Oh yeah. Sagten die nicht was von Panzer ist scheiße? So, jetzt haben wir keinen Schuss mehr dafür. Oh, fuck! Oh, oh, Rebecca, so wie du aufstehst, heißt das nur... Vorsicht! Ah! Oh. Jetzt aber Gefahr. Ja, jetzt Kräuter nehmen. Okay. Ah, leg mich doch.
Stirb vernünftig! Tja, hat er mich doch wieder vorsichtig gehauen. Ihr wisst ja noch, wo das eine Code war. Ja? Stirbst du jetzt auch mal? Ich sterbe. Ja, jetzt bin ich tot. Also, das war keine Krabbe, das war ein Skorpion. Deswegen hat mich dieser eine Bericht auch so ein bisschen verwundert. Krabbe? Are you serious? Aber Krabbe, Skorpion, die sind miteinander verwandt. Schalentier. Aber jetzt nehme ich das, was ich zurückgelassen habe, wieder mit. Und später müssen wir mit Billy auch noch in den Raum. Denn er darf sich auch noch aussuchen. Aber wir nehmen nicht nur den Eispickel mit. Ich glaube, wir nehmen auch das Erste-Hilfe-Spray mit. Denn ich fühle mich so hilflos. Das Fahrband nehmen wir nicht mit, weil speichern. Warum? Bin interessiert schon. Speichern hin, speichern her. Das Bild zeige ich was? Ich wollte doch nicht das Bild. Sehr aggressives Krabbelchen. Krabbeltier. So. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Wie viele Resident Evil Teile könnte ich schaffen, durchzuspielen, bis Resident Evil 6 draußen ist? Nicht allzu viele. Ich denke mal, 2 schaffe ich. Und oh, da liegt was. Na super. Wisst ihr jetzt auch, warum ich dieses eine da liegen gelassen habe, wo es ist? Bei Erste-Hilfe-Sachen ist es mir momentan egal im Zug. Warum es mir im Zug egal ist, wo ich die Erste-Hilfe-Sachen hinlege und so, das will ich euch noch nicht verraten. Manche wissen's, die das Spiel kennen, warum ich das mache. Manche, die das Spiel kennen, wissen es vielleicht nicht. Trotz das, ja, können es nicht vielleicht... Na komm, verwende ich gleich. Praktisch, ne? So ein Kraut. So, jetzt muss ich zu... Oh, zu Billy. Ich hatte gerade mal so kurz im Kopf abgespielt, was ich noch alles im Zug machen muss und ich dachte erst, es ist gar nicht mehr so viel und jetzt, wo ich doch noch zurücklaufe und so, es ist doch noch ein bisschen. Ich dachte, ich mache das jetzt noch in einem Part, den Zug, aber nee, das werden noch 2 Parts. Im Notfall 3. Deswegen wollte ich eigentlich auch mit Billy, weil der hätte bestimmt nicht jetzt so einen Schaden erlitten. Das ist eigentlich selten, dass ich mit Rebecca an dieser Stelle war. Übrigens, gut, dass ich die Zombies erledigt habe. Ich gehe doch hier oft hin und her. Ich hoffe, der Soundverhältnis ist okay. Also nicht, dass der Ingame-Sound zu leise ist oder mein Sound zu leise. Naja. Ich könnte jetzt was verwenden. Und schieb jetzt schon mal Panik. Passiert nichts gut. Trotzdem ein bisschen Schiss bekommen. Okay. Objekte ablegen. Ja, aber sicher doch. Er braucht den Pickel. Ich gebe ihm noch gleich Munition.
Ja, auch beide tragen private Gegenstände, so wie es zum Beispiel Claire und Leon gemacht haben. Claire, Dietrich, Leon, Feuerzeug. Hier ist es so, dass Billy hat ein Feuerzeug. Habe ich das überhaupt schon mal jemals im Spiel benutzt? Ach ja, stimmt, ich muss es benutzen. Das einzige Problem bei seinem Feuerzeug ist, das Feuerzeug scheint leer zu sein. Momentan ist es nutzlos. Das heißt, man muss es erstmal auffüllen. Was bei Leon nicht der Fall war. Und Rebecca hat ein Mischset. Damit tut sie die Kräuter mischen, denke ich mal. Aber man kann auch für späteren Verlauf ist das auch sehr nützlich. Rebecca, würdest du da bitte mir Munition geben? Nein. Hier komme ich noch nicht lang, ne? Ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Denn ich will vorher hier durch. Um zu gucken, was auf der anderen Seite ist. Lass mich los, lass mich los, lass mich los, du kleiner Klepper, du. Au. So, Klepper ist tot. Für alle Hundeliebhaber, es tut mir leid. Die haben mich angegriffen. So. Das nehmen wir mit. Können wir gut gebrauchen. Sehen, ob ich's. Das Erste-Hilfe-Spray, ja, warum nicht? Wir brauchen Erste-Hilfe und das ist nützlich für Billy, weil Billy kann nur mit was anfangen. Was ich lustig finde, sein Feuerzeug ist ja momentan nutzlos, ne? Das ist ein Benzinkanister. Es fällt mir gerade erst auf. Das Objekt brauchen wir für den Koffer. Habt ihr gesehen, ne? So, gehe ich mal zurück. Das war jetzt. Die Tür wurde aufgeschlossen. Okay, dann gehen wir mal da durch. Genau das. Dieses Objekt können Sie momentan nicht tragen. Was macht man mit einer Flasche unten? Benzinfass. Aus dem Benzinkanister. Das zeige ich euch nachher mit Billy und glaubt mir, das ist sehr nützlich, das zu können. Und deswegen wollte ich das machen. Gerade diesen Weg rein, raus, ne? Wegen diesem Zombie. Ich hatte jetzt nämlich Angst, dass der kommt, wenn ich hier Gegenstände. Aber ich glaube, das ist eigentlich nur ein Schockmoment auch. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich solche Schockmomente auch in Resident Evil 5 gibt. 6 meine ich. Müsste eigentlich. Komm, ich gebe dir erstmal Munition. Genau. Knopf drücken, ja. Dann hat der werte Herr auch seine Munition. Das ist schön. Ich mal zu Billy. Billy! Nicht schlafen! Und schon! Extra für dich. So. Ich glaube, es werden sogar 3 Parts noch für den Zug. Aber ich würde auch gerne mal neue Klamotten von Billy mir besorgen.
Ah, Billy hat ein Kraut. Könnte er Rebecca geben. Aber Kräuter braucht er auch selbst. Sie hat ein Erste-Hilfe-Spray. Okay. Dann benutzen wir den Eispickel. Der Türgriff ist jetzt frei. Ich denke mal, ich werde noch mit Billy neue Klamotten anziehen. Und dann speichern. Und dann auch den Part beenden. Und da ist ein Zombie. Er brennt. Ich brenne. Mir doch egal. Renn doch, du Sau! Okay. Hole ich jetzt mit Billy meine Klamotten ab. Ach ja, da komme ich noch nicht lang. Ich wollte jetzt die Klamotten von Billy holen, aber ich habe gemerkt, muss ich noch... Muss ich da laufen? Come on, Roger. Moment mal, Fräulein. Nimm die Waffe. Und du bist bitte inaktiv, ja? Inaktiv du auch. Für den Fall, dass ich dich brauche oder so. So. Tja, erste Hilfe-Spray. Gartenkraut. Das reicht erstmal. Und, ach ja, ich wollte auch noch zeigen, was Billy so Schönes kann. Erstmal nehmen wir die leeren Flaschen mit. Ja, die leeren Flaschen. Das ist nämlich immer drei. Meistens drei. Jetzt können wir auch hier durch. Müssen wir nicht durch diesen blöden Schacht. Und dann nehmen wir die ganze Benzinkanister mit. Ja, das sind auch meistens so um die drei. So. Und jetzt das, was ich so unlogisch fand. Ich kombiniere die beiden und was bekomme ich? Molotow-Cocktails. Jetzt mal Frage. Womit hat der Molotow-Cocktails gebastelt? Wenn das Ding leer ist. Womit? Ein kleiner Spielfehler, der mir erst bei diesem Durchspielen aufgefallen ist. Weil ich eigentlich nie dran gedacht habe, dass das Feuerzeug am Anfang leer ist. Ich habe da auch nie wirklich dran gedacht. Und ach ja, jetzt können wir das diesen Gegenstand auch mitnehmen. Goldring. Können wir den später benutzen. Und hier müssen wir durch. Ich glaube, Rebecca hat Platz. Die benutzt gleich das Teil, oder... Das ist übrigens jetzt ein Gegenstand, bekommen wir jetzt, den wir auch später gebrauchen können. So. Wer hat denn das meiste Platz jetzt noch? Er hat... Kein Platz. Komm. Ich geb dir das. Deswegen gebe ich auch nur einen Munition, habe ich mir Platz. So, ich stelle mich schon mal hier hin. Wechsel so. Den Hebel zum Auslösen umlegen, ja. Die bleibt jetzt so lange so stehen. Bis natürlich ich diesen Gegenstand nehme. Außer man drückt aus Versehen wieder den Knopf zum Charakter wechseln, dann lässt sie wieder los. Das finde ich sehr praktisch. Greifhaken, Bedienungsanleitung. Warnung, dieses Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Waggondächer zu erkunden oder spezielle Züge zu verbinden. Nach Verwendung an den richtigen Ort zurückbringen. Hinweise zur... Erstens, Verwendung. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons ist ein Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass er die Leiter greift. Zweitens, klettern. Mit der Winde nach Sichern des Hakens ziehen Sie sich mit der Kurbel hoch
Den Greifhaken kann nur jeweils eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilogramm wird das Gerät möglicherweise beschädigt. Was mir so viel sagt wie... Moment mal. Billy müsste doch eigentlich über 80 Kilo wiegen, oder? Aber er kann es benutzen. Das weiß ich, dass er das kann. Ja, komm her. Let's regroup. Da ist eine manuelle Bremse, dafür brauchen sie eine Magnetkarte. Ja, der Zug muss natürlich auch irgendwann gebremst werden, ist klar. Weil wer steuert das Ding? Wer hat es überhaupt schon wer hat es überhaupt gestartet? I don't really know. Ja, genau. Ich weiß es wirklich nicht. So, gehen wir hier raus wieder. Ich hoffe, das war jetzt kein ungebetene Gäste bekommen. Deswegen... Warte mal. Wer geht? Du oder ich? Willst du oder ich? Warte mal, ich guck mal nach. Ja, der Molotovs. Ich wollte schon sagen, zeig, was du hast. Ja, okay, Rebecca, du läufst. Okay. Na, ich würde mal sagen, ich beende den Part hier. An dieser Stelle. Ja, leider. Ich wollte zwar noch Klamotten anziehen und so, aber es zieht sich noch ein bisschen. Ich will die Parts, wie schon gesagt, nicht zu lange haben. Es ist ein Resident Evil. Resident Evils dauern nie lange. Da kann man sich ruhig mal kürzere Parts reinziehen. So habt ihr nicht so viel zu schauen auf einmal. Und könnt uns euch gemütlich zurücklehnen, weil ich lade ja jeden Tag hoch. Das wäre dann zu viel für euch. Ich weiß, es ist schon jetzt heftig, was ich hochlade. Aber es ist für jeden ja was dabei. Manche mögen Assassin's Creed, die manchen mögen halt mein Final Fantasy Let's Play. Und andere wiederum lieben Resident Evil. Deswegen habe ich das Projekt auch wieder gestartet. Und Tekken ist ja auch bald wieder vorbei. Muss ich leider alles nochmal neu aufnehmen. Macht nichts. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zvenita.